Hi. Gehen wir diesen Herbst auch zusammen zum Gruselfest? Ich mache mir nur schnell mein Kostüm fertig. Mach das, mach was du willst. Im Endeffekt machst du doch sowieso nur, was du willst. So, hi. Habe ich schon hi gesagt? Hi, hi, hi. Hi. So, wir haben unseren blauen Hummer endlich gefangen. Du Sausack. So, wir haben jede Menge anderes Zeug. Ich wollte es auch da reinmachen. So. Wir haben jede Menge zum Knacken. Ich finde es gut, dass ich Basilikum gekauft habe. Das ist doch jetzt fertig, oder? Dann lecco mio. Sieht hier fertig aus die ganze Zeit und ist nicht fertig, oder was? Frech ist das. Pferd. Guten Tag. Guten Tag, Gerd, das Pferd. Ach nee, das ist doch Gerd. Ja. Ferdinand war der andere. Ferdinand war das verlorene Pferd. So, was gibt es hier? Ne, eine große Lammwolle lege ich jetzt in Osmium groß Wolle Lamm lege ich jetzt erstmal beiseite. Weil aus Scheune. Glaube ich, das Wertvollste. Werden wir einmal beiseite legen. Aus dem Hühnerstall, wie gesagt, die Faunfeder. Glaube ich, das Wertvollste. Ich gehe immer vom Wertvollen aus, was die letzten Tiere halt sind, ne? Also, das ist dann für mich das Wertvollste. Der V war das, was wir als letztes kaufen können, wertvoll. Das Lama ist das, was wir als letztes kaufen können, wertvoll. Oder selten, oder wie auch immer man das denn schimpfen will. Und wir haben ein Tier angefasst. Das sieht aber glücklich aus. Schon 89 Tage bei mir. 89! Was ist ein fucking V? Müssen mal ein bisschen Rasen mähen, mal wieder ein bisschen stutzen. Ein bisschen stutzen müssen wir auch mal wieder. So, haben wir alles? Hergestelltes Produkt müsste ja dann wirklich alles dieses Handwerkliche sein, ne? Und tierisches Produkt ist dann eigentlich müsste das dann, ja. So, in unsere Kiste hier. Auffindbar. Naja, ist auffindbar denn Blume? Ich meine, ja, es ist eine Blume, aber ist es denn eine Blume? Nur weil es auffindbar, weißt du? Dann haben wir jetzt hergestelltes Produkt. Scheune. Hühnerstall. Blume, ich denke mal, wir nehmen welche von unseren Blumen, aber ich weiß, die, die als letztes fertig ist, ist die teuerste. Und dann müssen wir hier noch ein Gemüse und Obst finden, aber da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, Obst würde ich gerne Kaktusfrucht nehmen, weil Kaktusfrucht erst mit Stadtstufe B dazugekommen ist. Also es ist für mich am seltensten. Weißt du? Weißt du, wie ich mein? So. Ich bin der Meinung, der hat heute zu. Der Geodenknacker hat heute, glaube ich, zu. Ja.
Dann hat das Labor auf. Dann machen wir unsere Fossile. Ist doch genau dasselbe. Kommt doch auf dasselbe hinaus. Ob wir jetzt nur die Fossile knacken oder die Geoden. Ist ja alles dasselbe. So, und dann können wir auch gleich nochmal... 6 und 7. Okay, haben wir allgemein gar nicht. Okay. Einmal knacken, bitte. Lass knacken. Lass knacken, Mädel. Ich würde sagen, da sind ein paar neue Sachen dabei. Würde ich jetzt mal behaupten. In meinem jugendlichen Wahnsinn. Da sind ein paar Sachen dabei. Ansonsten müssen wir dann zum Riesendorf gucken und sehen, wie viele Punkte das am meisten bringt. Und dann gucken wir, dass wir... Naja, wir müssen... Was war das? Mindestens 55 Punkte, glaube ich. Oder mindestens 60... Nee, mindestens 60 Punkte muss es haben. So. Eins, okay. Ich dachte an mehr. Ich dachte tatsächlich an mehr. Aber wir sind fast bei 300. Nice. Aber ich dachte an mehr Zeug. Okay. Gut. Ich dachte wirklich, wir hätten noch... Fossile sind halt... Wow. Ist halt immer Glückssache. Es ist alles so Glückssache. Es hat halt nichts mit, ne? Sonst was zu tun, es ist Glückssache. Fünfzig. Ja, Brontosaurus, ja. Nichts. Okay, Brontosaurus Torso ist selten. Also, Brontosaurus Torso lassen wir. Bin da einig, weißt du was? Also, den Torso lassen wir. Wo ist jetzt der Torso? Da. Die Opale bringen auch 50, wa? Oh, nice. Ja, dann verzauber mir mal. Seltene Beute, weiß ich nicht. Was ist eine seltene Beute beim Fällen? Mächtiger Treffer, ja. Mit einem Schlag. Okay, ein Baum mit einem Schlag zerstören ist jetzt ja nur auch nicht so verkehrt. So, das machen wir auch nochmal mit der Gießkanne. Komm, wir sind gerade dabei. So. Schneller Schwung. Reduziert Aufladungswerkzeugtempo-Nutzung. Ja, wir werden sowieso niemals gießen. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Okay. Opal können wir definitiv behalten, weil 50. 50 ist nicht schlecht. Ob ich die dann reingelegt? Hier, ne, bei den Artefakten, wa? Ja. Okay, du bist viel wert. Von der Theorie her könnten wir den mitnehmen. Die mitnehmen. Brontosaurus. Dann hatten wir... Diese waren, glaube ich, 70. Das sind 3, 150. Das sind 3. Mal das... Nee, das haut auch nicht hin. Waren die 70? Was waren denn... Oh, scheiße. Was war denn der Restwert? Ja, wir kommen leider auf 290. Jetzt weiß ich aber nicht, was der Restwert war. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz. Vielleicht können wir unser Zeug doch nochmal aufwerten. Und dann werde ich alles andere, was unter 50 ist, verkaufen.
Weil alles, was unter 50 ist, brauchen wir nicht. Das brauchen wir halt nicht mehr. Wir brauchen nur noch mächtigen Scheiß. Hat hingehauen. Sehr geil. Sehr gut. Ja, nice, Alter. 120. Nice. Oh, jetzt müssen wir auf 400 kommen. Okay, das ist 5. Oh Gott. 400 durch 5 sind 8. 80 pro Ding brauchen wir. Wir haben noch nicht mal einen 80er gefunden. Die hier können weg. Die sind nichts wert. Den 50er würde ich noch behalten. Der kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Okay, den würde ich noch behalten. Alle anderen nehmen wir weg. Boah, 80 pro Ding, ey. Das haben wir doch nicht mal annähernd. Das sind nur Diamanten. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn wir einen Diamanten finden, mache ich den in den Schleim, Vergewaltiger da. In den Schleimkopierer. Da will ich den Diamanten dann reinhaben. Weil die garantiert viel wert sein werden. Wir hätten auch die Bronzefiguren reintun können, aber das fällt dann auch immer erst nachhinein ein. Dann kann das nämlich hier weg. Kann auch das wieder weg. Die Samen verkaufe ich jetzt auch. Das verkaufe ich auch. So. Das auch. Brauche keinen Kriecherduft mehr. Wüsste nicht wofür. Übrigens brauchen wir nochmal den Kriecherduft, weil wir immer noch nicht die Qualle haben. Bevor ich Ärger bekomme, dass ich den Kriecherduft... Den werden wir auch... Wobei, die Qualle ist kein Kriecher. Wir brauchen den Kriecherduft nicht. Es sei denn irgendwas im Winter, aber dann machen wir uns einen neuen. Solange will ich es auch nicht aufbewahren. So, ja, das war schon mal sehr erfolgreich. Ich war ganz ehrlich, wir gehen wieder in die Mine. Wir nutzen unser geiles Ding da wieder und gehen wieder in die Mine. Wir brauchen immer noch Osmium. Jede Menge Osmium. Ich meine, klar, wir könnten auch mal in andere Dinge gucken. Wisst ihr was? Machen wir mal. Wir gucken mal in die Wassermine. Oh, Entschuldigung. Allergisch gegen Wasser. Wir brauchen auch noch die anderen Geoden. Da würde ich behaupten, wir haben die auch viel zu wenig gefunden. Mal durch. Vielleicht haben wir ja Glück und haben noch ein paar Wassergeoden, dass wir dann wirklich sagen können. Die Geoden brauchen wir halt. Wer weiß, was wir da drinne finden. Lass da irgendwelche Edelsteine drinne sein, die wir auch noch nicht haben. Was garantiert der Fall sein wird. Und morgen knacken wir dann die ganzen Geoden. Bis jetzt finden wir zwar nur mystische, aber ist ja egal. Fossile brauchen wir auch. Wer weiß, wie viel noch von allen fehlt. Ich meine, wir können das, glaube ich, nachgucken, aber... Who knows? Herzen mitnehmen. Wer weiß, wann man die mal irgendwann mal alle braucht. Vielleicht braucht die für das nächste Update. Vielleicht gibt es neue Gegenstände. Dann brauchen wir wieder Silber. Dann haben wir wenigstens schon mal die Erze da. Weil wir könnten uns von allen auch einen Barren machen, aber ist auch relativ irrelevant.
So. Aufgeräumt. Gehen wir einen weiter. Ich habe jetzt keine Lust darunter. Da hinten hin will ich jetzt nicht. Ich weiß, wir sind schon wieder in der Mine. Wir brauchen aber. Wir brauchen und wir wollen. Das mache ich da jetzt nicht. Die Ader ist mir jetzt egal. Die interessiert uns nicht. Wir sind nicht auf Suche. Wenn wir finden, nehmen wir mit, aber wir sind nicht auf Suche. Bei dem ganzen Scheiß muss doch morgen was Neues dazwischen liegen, oder? Ehrlich. Schneller als das Steindomino. Ich will die Ader da nicht machen. Ist egal. Wir brauchen die Ader nicht. Das Schlimme ist, ich müsste eigentlich schon längst wieder was anderes aufnehmen, aber ich habe eigentlich gerade nur Bock auf Coal Island. Deswegen werden wir gleich noch eine Folge machen und dann ist aber Aufnahmepause. Ich muss sowieso ein bisschen vorproduzieren, weil ich Sonntag bis Mittwoch nicht da bin. Mit nicht da meine ich wirklich nicht da. Also überhaupt nicht da. Da bin ich nämlich in Frankfurt. Zur Weiterbildung, Schulung, wie auch immer ihr das schimpfen wollt. Darf ich in die große, weite Stadt? Ich hasse Städte. Ich hasse Städte wirklich. Also, ich bin nicht gerne in Städten drin. Es ist mir zu laut und zu hektisch und zu viele Menschen und ich hasse Städte. Ich bin lieber auf so einem kleinen, verschlafenen Dorf, wo kein Schwein lebt. Da komme ich eher mit klar. Es ist übrigens 18 Uhr. Das heißt, wir gehen gleich nochmal Tarantel suchen. So. Dann lass uns mal die Tarantel gleich suchen. Machen wir das hier noch fertig, das Feld hier. So, jetzt gehen wir die Tarantel gucken. Ja. Fangen wir in der Stadt an. Die soll ja auch in der Stadt rein. Ich finde es gut, dass ich aber auch die Netze umgelegt habe. Wir nehmen die mal ganz kurz mit, die Netze. Bräuchten dann bestimmt auch wieder Bodeninsektenviech-Dings-Kram, oder? Bestimmt. Vielleicht können wir es ja zufällig machen, aber ich glaube nicht. Dafür brauchen wir Blumen. Und Blumen haben wir nicht. Ich weiß noch, wie der Sandläuferkäfer früher für uns total schwer zu holen war. Und jetzt ist er in jeder fucking Falle drinne. Gucken wir nach einer Spinne. Auch wenn die hier zwischen den Blättern wirklich schwer
auszumachen ist. Ich auch in der Meinung bin, dass in der Stadt nie irgendwas ist, aber okay. Wer bin ich schon? Alles Fang EXP. So, die Tarantula haben wir hier hinten gesehen. Da würde ich mal ganz grob behaupten, dass wir das hier hinten hinstellen. Und einmal da. Sieht wunderschön aus. Sieht wunderschön aus. So, wir brauchen, wenn denn, Insektenduft, ne? Boden. Ja. Zack. Hat doch hingehauen sogar. Ja. Vielleicht haben wir denn ja morgen Glück. Jetzt haben wir da die Insektenfalle. Bis jetzt haben wir die Tarantel ja auch nur ein einziges Mal gesehen in unserem Leben. Fange XP. Und mit der Qualle machen wir uns auch nochmal einen Kopf. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Bett. Heute wird die Folge mal nicht ganz so lang. Wie gesagt, morgen knacken wir den ganzen Scheiß. Silbererz haben wir jetzt auch schon wieder schön. Es fehlt genau ein Osmium, ey. Glaub's nicht. So. Haben wir noch ein paar Barren. Gut. Fossile haben wir auch gefunden. Nach den Geoden habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber das knacken wir morgen sowieso alles. Unser Honigkuchenpferd ist noch nicht im Bett, dann hat's Pech. Das Übliche eigentlich, ne? Andere ist... Ja, ja, gut. Der ganze Lachs. Okay. Dann verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir alle Geoden knacken, die wir gefunden haben. Was relativ viel sind. Vielleicht haben wir ja mal wirklich Glück. Mal schauen. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.